Haju, am Freitagabend in Hamburg gab es ein 2:2. Die Fans waren sehr zufrieden mit eurer Leistung. Wie ist das Fazit bei euch mannschaftsintern ausgefallen? Wie zufrieden wart ihr? Ja, wir waren auch sehr zufrieden mit der Leistung, was wir uns vorgenommen haben, haben wir auf den Platz gebracht. Ich denke, wir haben Hamburg von Anfang an unter Druck gesetzt, hätten auch die ersten Minuten vielleicht schon in Führung gehen können. Aber alles in allem war das eine sehr gute Leistung von uns. Für dich persönlich läuft es auch gegen Braunschweig, ein Kopfballtor gemacht, jetzt in Hamburg mit links getroffen, dann kommt gegen Heidenheim doch das Tor mit rechts, oder? Ja, ich hoffe es, nein. Ich bin froh, dass ich mich belohnen konnte und für mich persönlich, ich nehme den Schwung mit. Ich bin gut drauf, die Mannschaft ist gut drauf, es macht Spaß zu kicken mit den Jungs und genau das, was wir in Hamburg gemacht haben, müssen wir auch gegen Heidenheim machen. Die Heidenheimer können am Sonntag bei uns mit einem Sieg die Relegation zumindest mal klar machen. Was erwartest du für ein Spiel, für einen Gegner? Ja, ich erwarte eine typische Heidenheim-Mannschaft, die von Anfang an Vollgas geben wird. Ich denke auch, dass sie den Aufstieg klar machen wollen. Aber das wollen wir natürlich vermeiden. Wir wollen Heidenheim da schon noch ärgern und auch gucken, dass wir für uns die bestmögliche Platzierung noch rausholen. Deswegen heißt es am Sonntag Sieg für uns. Wunderbar. Das hoffen wir natürlich auch. Wir wünschen dir viel Erfolg. Dankeschön.